eine ziemlich schlaflose Nacht hinter uns. Der Kleine musste mindestens 5-mal auf die Toilette und er hat ständig über Bauchschmerzen gejammert. Sie hatten Max doch einmal so ein tolles Mittel gegen Durchfall verschrieben, dieses Mutter-Dingsbums. Sie meinen wahrscheinlich Mutterflorsuspension. Hier, bitte. Danke. Es tut mir leid, aber Mutterflorsuspension gibt's nicht auf Kassenrezept. Maxin ist ja mittlerweile 6 Jahre alt und damit kein Kleinkind mehr. Ich könnte Ihrem Sohn Mutterflorsuspension nur privat verordnen. Die kleinste Packung kostet rund 22 Euro. Oh, aber ich habe da als Alternative noch ein anderes Präparat aus der gleichen Wirkstoffgruppe. Das funktioniert auch gut und es gibt's auf Kassenrezept. Und es hilft auch sehr gut gegen Durchfall. Was? Welchen Schaden soll ich angerichtet haben? 1.000 Euro wollen die von mir? Ich muss sofort Widerspruch einreichen. Lieber Dr. Sorglos, dein Widerspruch hat leider nichts genutzt. Hinsichtlich der Verordnungen von Mutterflorsuspension ist in vollem Umfang ein Regress in Höhe von 1.000 Euro zu leisten. Der Grund: Nichtbeachtung von Nummer 12b Anlage 3 Arzneimittelrichtlinie in 20 Fällen.